ein Stück Freiheit, es ist Spaß. Und das irische Tanzen, so die ersten Tänze, die ich dann mitgemacht habe, die waren einfach wie Fliegen. Fliegen als Lebensgefühl. Seit mehr als 12 Jahren tanzt Uta Kurt irischen Step. Doch was spielend leicht aussieht, ist harte Arbeit. Ein Jahr muss die Gruppe trainieren, bis ein Stück perfekt sitzt. Doch für heute ist es genug. In der Leipziger Oper sind die Profis von Irish Celtic zu sehen. Die Chance, ihren Vorbildern endlich mal auf die Füße zu gucken. Schaut bitte auch mal, wie super die Reihen aussehen. Da freue ich mich auch besonders drauf. Und natürlich, vielleicht können wir noch so ein paar kleine Shit-Kombinationen irgendwie uns so ein bisschen erhaschen für unsere nächsten Choreos. Deswegen gehen wir ja auch mit hin natürlich. Trainerin Katja Helmold weiß, worauf es ankommt. Körperhaltung, Formation und vor allem Geschwindigkeit sind die Grundpfeiler des traditionell irischen Tanzes. Der Weltrekord liegt bei 35 Schritten pro Sekunde. Auch die Jungs und Mädels von Tap of Fun wollen einmal dahin kommen. Also vielleicht. Bis es soweit ist, lassen sie sich von der Magie des Tanzes verzaubern. Genial. Ganz was anderes, total klasse und endlich mal lockerer, freier. Aus dem Herzen einfach heraus. Also man trifft sich, man hat Spaß und aus dem Spaß entsteht der Tanz. Pures irisches Lebensgefühl. Und was passt dazu besser als ein Besuch im Pub? Die Gelegenheit für die Freizeittänzer von Tap of Fun, den Profis das ein oder andere Geheimnis zu entlocken. Die praktische Umsetzung kann sich sehen lassen.